herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Part unseres Pokémon Inclement Emerald Challenge Mode Nuzlocke Abenteuers. Ich bin sehr gespannt, wie es heute laufen wird. Wir haben einiges vor, aka wir haben vor, den Rivalenkampf zu machen. Und dann gucken wir mal, was überhaupt noch so als Möglichkeit überhaupt vorhanden wäre, was man noch so treiben könnte. Wir haben inzwischen einen Zwirrklub im Team. Wir wollen uns auf jeden Fall hier in der Gegend ein bisschen umgucken. Das ist auf jeden Fall eins der Ziele. Und ich überlege gerade, ob wir uns maybe sogar auch zuerst mal umgucken, weil maybe kriegen wir noch irgendein cooles Item und danach erst in den Maike-Kampf gehen. Pokéball-Swapper. Oh. Wait, das ist ja... Warte mal, what? Ah, okay. Für 2000 könnte man den Pokéball, in dem das Mon drin ist, wechseln. Wir gucken mal bei Relaxo, dem Geilen. Könnte ich mir jetzt... Ah, aber nur in einen Ball, den wir selber besitzen. Okay, ja gut, das ist ja dann... Ja, okay, ob das jetzt der heiße Scheiß ist, weiß ich jetzt nicht. Ist ein bisschen Auslegungssache, würde ich sagen. Ist ein bisschen Auslegungssache, ob das der heiße Scheiß ist. Wir können aber hier gleich noch Pokémon fangen, ne? Fällt mir gerade auf. In die Safari-Zone wollen wir heute auch noch, fällt mir gerade ein. Maybe machen wir sowas... Tatsächlich als erstes, Team 44, ist das Erholung? Weil der hat irgendwas von Rest gelabert und Schlafen und so. Also ich sag, die Team Erholung nehme ich gerne mit. Wenn da dann noch Schlafrede und so dabei ist, dann wäre das actually... Okay, Erholung, ja. Finde ich nicht schlecht, finde ich nicht schlecht. Das hier ist immer noch Lilycove City. Weil bisher haben wir ja da noch kein Pokémon gefangen. Maybe finden wir... Ich weiß nicht, ob wir da via Angel zwei Encounter... Und schnappen können und da ist einfach random eine Bottle Cap. Die werde ich dann gleich noch benutzen. Okay, das heißt, solange wir hier sind, sind wir immer noch in Lilycove. Wenn ich jetzt hier drauf gehe aufs Wasser, sind wir da sogar immer noch. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Ja, wie gesagt, dann suchen wir uns unseren Encounter. Es ist... Ach du heilige Kacke. Also, das ist so... Also es ist wirklich... Also... Das habe ich schon das letzte Mal bei Supernova Sun gesagt. Ein Mon, an das du in deinem ganzen Leben eigentlich nie denkst. Und wo du dir auch denkst, boah, ob man das unbedingt braucht, weiß ich nicht. Es ist ein Mon mehr. Dementsprechend ist es okay, aber ja. Ja, es ist okay. Okay, hier können wir sogar schon ins Aqua Hideout. Ich weiß allerdings nicht, ob man da noch einen Encounter sich holen kann hier. Ansonsten dürfte es ja hier die explodierenden Elektrobälle, nennen wir es mal im Plural, geben. Es scheint mir nicht so, als gäbe es hier einen Encounter drin. Das heißt, den könnten wir dann dort einfach fangen. Kann man natürlich mitnehmen. Elektro-Pokémon gibt es jetzt auch nicht so mega viele. Borgeli. Ja, ich weiß nicht. Maybe hat Knirfisch irgendeinen coolen Buff bekommen oder so. Maybe kann man mit dem ja irgendwie was reißen. Schauen wir dann mal. Wie ich gerade feststellen durfte, ich habe komplett vergessen, wir haben ja im letzten Part nicht die Trainer hier gemacht. Ich wollte gerade nochmal alles toxinisieren und noch in der Safari-Zone mir dann meine Mons fangen. Aber gut, dann setzen wir uns wohl erstmal daran, die Trainer hier noch zu besiegen. Von mir sind nämlich so ein bisschen Ass-Trainer, die rumlaufen. Das finde ich gar nicht so geil. Ah, der Grass... Nee, der hat dieses Herb was. Nee, Grass Gem, aber... Wait, wo... Ah, nein, es ist... Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, wie kann der diesen Angriff jetzt schon abfeuern? Ohne, dass er aufladen muss. Danke, Dowdy, dass du dich so gut mit dem Wetter Sonne auskennst. Wir sind dir da alle sehr dankbar über diese unfassbar gute Knowledge, die du uns bringst. Aber okay. Dann werden wir jetzt erstmal gucken, dass wir die Trainer noch hier besiegen. Die habe ich gar nicht mehr gedacht, bin ich ehrlich. Also wirklich so gut wie gar nicht. Heißt, wir nehmen die jetzt nochmal schnell hops. Und dann, boah, müssen wir halt echt gucken, was wir heute noch so alles schaffen, ne? Weil das sind jetzt Ass-Trainer. Da muss man sich ein bisschen drauf konzentrieren, dass man nicht ganz so hardcore reinscheißt. Vor allem, wenn die Sonne hat, habe ich jetzt Angst, dass so Bisaflor-Gedöns gleich passiert. Da habe ich gar keinen, also wirklich bitte einfach nein. Und ansonsten, wie gesagt, der Maike-Kampf ist heute noch. Schauen wir mal. Also Richtung Pyroberg müssen wir ja gehen. Aber da gibt es ja auch noch diesen Weg unten entlang. Den müssen wir auch einmal uns angucken. Ich glaube, da dürften wir dann auch die Themen Gigasauger bekommen, was ja nice ist. Flygon. Okay. Könnten wir drin bleiben? Muss aber, glaube ich, nicht sein. Dass wir da in irgendeiner Form risikoreich wegen der Drachenattacke irgendeine Kacke machen. Draco Meteor. Yo. Coole Animation. Ich bin ehrlich. Finde ich, ist eine echt coole Animation gewesen.
Und das Ding hat sogar auch dieses Herb, womit es, genau, kommen da jetzt drei, ich glaube, es gibt noch ein Herb. Und dann hat das letzte Mal das andere Herb, ist es das, was hier passiert, ist es das. Und ich glaube, dass das Libeldra dürfte ja jetzt dumm sein und dürfte eigentlich nicht kalkulieren können, dass ich Mega entwickle und einfach nochmal Draco-Meteor wahrscheinlich drücken, oder? Ja, perfekt. Ich liebe es, dass die Gegner-KI das quasi nicht predikten kann, nenne ich es jetzt mal. Deshalb, ich glaube auch sowas auf Garados wäre das noch etwas. So, also gut, ist jetzt nicht unbedingt so entscheidend, weil Elektroattacke tut immer noch weh. Aber zum Beispiel, wenn da mal ein Psycho-Pokémon als Gegner kommt oder so, sollten wir jemals in unserem Leben mal Carpador hier fangen, was anscheinend einfach nicht möglich ist, weil wir haben immer noch keinen Garados-Encounter bis zu dem Punkt gehabt, ne? Es ist krank. Es ist wirklich krank, so Knackrack, so... Ich glaube, die Monster haben wir auch nie gesehen, wobei ich immer noch die Vermutung... die kann aber jetzt nicht megern, oder? Okay, ich wollte gerade sagen, das fände ich jetzt ein bisschen krank, wenn die megern könnte. Wir haben halt noch nichts... Na gut, spontane Anti-Eisbeere auf dem? Auch interessant, warum das denn? Also klar, ergibt schon Sinn, weil es ja logischerweise effektiv, aber... Bisher war das Theme, dass jeder von denen Herb hat. Gibt es nicht drei Herbs? Power Herb, Mental Herb und noch das andere Herb, was wir gesehen hatten. Ne, wir haben... Vergesst es, wir haben Grass Gem gesehen. Ich denke nur einfach so, ach, da sind die ganzen Herbs getriggert, obwohl eins einfach nur ist. Die guten Herbs, ne? Gehört sich wie ein richtiger Name an. Ist, glaube ich, auch in Amerika ein richtiger Name. Ist auch egal, wir haben die Trainerin besiegt. Der zweite Ass-Trainer, der hier so rumdümpelt, hat einen Shiftry, okay. Glaube ich, U-Turner. Ich hab kurz überlegt, ob ich den angreifen will. Aber ich wollte gerade sagen, wenn der da speziellen Dark Pulse und sowas oder Leafstorm auch auspackt, scheppert das schon ordentlich, dann... Okay. Ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, nicht damit gerechnet, dass der den Hit leben wird. Weil klar, wir sind nur Gliscor, aber es ist halt auch nur Shiftry. Was ist denn mit dem los, dass der eine U-Turn überlebt? Okay. Habe ich so nicht unbedingt mit gerechnet, muss ich gestehen. Aber gut, jetzt haben wir den ja weg. So, das war Mon Nummer 1. Weirdes Mon Nummer 1, wenn ihr mich fragt. Weil ich denke mir, wenn solche Mons kommen, denke ich, oder gehe ich immer zumindest davon aus, dass da irgendwie ein Sonnenchor wäre. Das habe ich gedacht, auch so nach Ninetales kommt irgendwas, aber da kam ja auch gar nichts. Zapstriker, okay. Der kann im normalen Spiel Doppelkick. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie ihm hier Turmkick gegeben haben. Ich denke aber, eigentlich sollte der nichts gegen Gliscor machen können. Ich habe immer noch ein bisschen Angst, dass der random Jumpkick, okay, das so in die Richtung habe ich mir schon gedacht, dass der random so Aurora-Strahl auspacken kann, wie gewisse andere Pokémon in diesem Projekt schon. Voltenso, ich schiele dabei auf sie. Aber ich glaube eigentlich nicht. Flare Blitz mit einem Fire Gem. Okay, das ist schon wieder ein bisschen unangenehmer. Ist eine sehr coole Flammenblitz-Animation allerdings. Also da kann ich kein Auge machen. Aber Gott sei Dank leben wir das gut, weil selbst Striker leider, muss man schon fast sagen, wirklich ein riesengroßer Waschlappen ist. Also Zebritz, ich glaube, ich habe Zebritz auch schon wieder Jahrhunderte nicht mehr gesehen. Ich glaube, Zebritz leider auch eins der Pokémon, die vergisst man einfach. Die sind einfach, ich weiß nicht, habt ihr... Ach so, jetzt wechseln wir also auch schon. Warum in... Okay. Bedroher kann mich unter der Erde hitten? Na gut, das ist... Eine sehr interessante Logik, wenn ihr mich fragt. Ich bin ehrlich, ich ging bisher immer davon aus, dass wenn man fliegt oder Schaufel einsetzt und dann Bedrohermann reingeschickt wird, dass das eigentlich nicht funktionieren sollte. Ist das normal, dass das funktioniert? Ich glaube nicht. Und ich merke gerade, Arian hat einfach nichts, um Normal-Pokémon zu touchen, dafür, dass der... Also Will-O-Wisp, klar, aber... Ansonsten ist es ein bisschen belastend und der kann knirschen. Aber ich will eh nur das Irrlicht auf den drauf bekommen, dann passt es. Ja, ich glaube, die zwei Monster, wenn wir das jetzt connecten, dann, ja, die schaffen wir ja easy. Hier oben chillt der, Machomai Need. Damit könnten wir uns G-Max Machomai machen. Und hier liegt noch ein Nugget rum, nett, nett, nett. Aber deshalb fände ich es cool. Und ihr habt mir natürlich auch gesagt, weil ich gesagt habe, wir haben ja gar kein potenzielles Mega-Pokémon. Ja, es gibt, oh, Komala. Es gibt G-Max Relaxo natürlich. Also, wir haben ein potenzielles Mega-Pokémon im Team, ja. Ich hätte auch einen Moment... Ja, und halt Ordoch sowieso. Aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war Ordoch nicht drin, als ich das gesagt habe. Ich frage mich aber immer noch, wann man den Relaxoniten bekommt. Beziehungsweise frage ich mich auch im Allgemeinen, ob ich bis hierhin was verpasst habe. Eigentlich bin ich ehrlich, ich glaube, ich dürfte eigentlich überall gewesen sein. Es würde mich tatsächlich sehr wundern, wenn ich was verpasst habe. So, uns erwartet ja noch ein Doppelkämpfchen.
Da gucken wir mal, wie das Ding so laufen wird. Ich habe gar keinen Bock auf einen Doppelkampf. Sind wir ehrlich, Doppelkämpfe inzwischen echt so ein Ding, worauf ich gar keinen Bock habe. Swoobert und Slaking. Okay, ich bin extra mit der besten oder ausgeglichensten Defensive gestartet, die wir haben. Ich habe auch überlegt, ob ich mit meinen Toxic Orbmons leade. Aber Gliscor hat halt eine Vierfachschwäche, das ist immer ein bisschen belastend. Nicholas hatte ich halt überlegt, aber ich dachte mir so, nee, das passt eigentlich. Ich glaube, wir können hier direkt Megan und. Also, wir können halt jetzt überlegen, ob wir versuchen, Swoobert wegzufokussen. Ich glaube, Swoobert wird auch diesen Fähigkeitstausch-Scheiß machen. Zu 100% wird das hier passieren. Okay, dann glaube ich, damit Swoobert mir allgemein nicht mehr auf die Eier geht, würde ich. Nein, würde ich den einmal angreifen. Und würde gerne das Slaking auf jeden Fall Will-O-Wispen, weil ich glaube, ohne Will-O-Wisp wird es ganz kritisch. Und dann hoffe ich einfach, weil dann dürfte ja Swoobert Dings bekommen. Truant, das heißt, in der nächsten Runde macht Swoobert nichts, damit wir Swoobert weg haben. Falls der irgendwelche anderen nervigen Kacksachen macht, wie Rückenwind oder weiß ich nicht mehr, wie hat er auch noch Screens oder so eine Scheiße. Der wahrscheinlich nur supporten muss. Ich weiß nicht, kann der irgendwie Zugabe oder sowas? Da kann er irgendwie seinen Partner sogar setupen, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und er hat gerade Protzer gedrückt und ist jetzt damit automatisch auf plus 2, plus 2. Das ist tatsächlich super belastend. Okay, wir connecten immerhin unser Ehrlich. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. Das gefällt mir richtig gut. Okay. Das heißt, die nächste Runde würde ich damit verbringen, einen Draining Kiss auf Swoobert einzusetzen. Und ich würde hier. Einmal nur, damit wir Damage auch machen, Bulldoze klicken, weil maybe müssen wir danach was reinschicken, was schneller ist als der. Also als Slaking und dadurch, dass wir denen dann ja einen Plus oder Minus 1 Speedrop geben. Boah, jetzt ist er Plus. Das Problem ist, ich weiß nicht genau, wie ich den wegbreaken soll, ne? Das ist halt das Problem. Also Mega Ordoch ist halt somit das Beste, was wir jetzt hier so haben auch gegen den. Das ist das Belastende. Ja, und das ist nicht viel Damage. Das ist, um ehrlich zu sein, nicht wieder. Ich wünschte, Zwirklub hätte noch irgendwas, womit ich den da drüben touchen kann. Ich meine, wir kriegen Speedrop, der ist aber recht egal, weil Slaking halt auch den Speedrop bekommt und der ist wichtig. Wow, und Crit, den bräuchte ich bitte mit Mega War, doch, danke. Und er kriegt nochmal Burn Damage. Ich weiß nicht, hat er einen Recovery Move? Wenn ja, drückt er den jetzt? Wenn nein. Ich glaube, so oder so ist dann Hyper Voice der Play, weil Hyper Voice stärker ist als. Nee, ist nicht stärker. Vergesst es. Wir haben ja Fairy Aura. Ich vergesse es immer wieder. Mit Shadow Sneak werden wir dann einmal schnell den Dulli da drüben weghauen. Warum geht der Boden auf beides? Aber okay, Hauptsache Swoobert bitte schon mal weg. Okay. Der geht mir jetzt schon mal nicht mehr auf die Eier. Da ist schon mal eine gute Sache. Alles, was mir nicht auf die Eier geht, finde ich jetzt erstmal primär gut. Und es kommt. Ach du Scheiße! Okay. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das hier spielen soll, um ehrlich zu sein. Also wir können einmal in Gliscor, I guess, wechseln. Mit Gliscor hätten wir maybe die Option zu SD'en und irgendwie damit was zu reißen. Ich kann mir halt gut vorstellen. Ja, wir müssen halt. Also mit Marius müssen wir hier drin bleiben. Der muss weiter Damage machen. Und er hier macht halt ansonsten nichts. Und jetzt wäre schon mal Gliscor schneller. Ich weiß, ich spiele jetzt hier gegen Ice Punch, aber wenn er Slack auf Brickup hat, hat er wahrscheinlich Normal Move. Und eigentlich sollte er noch was haben, um den Steel-Type zu touchen. Das bedeutet wahrscheinlich Erdbeben. Wäre jetzt so mein Guess. Würde auch sehr gut mit Swoobert zusammenpassen. Deshalb finde ich, klingt das eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich. So. Wir Draining Kissen logischerweise. Und wir wollen den jetzt möglichst low einfach halten. Weil durch Burn und alles, glaube ich, ist er immer in der Range, wo er immer weiter sich denkt, okay, ich muss mich hochheilen. Das heißt, wir kriegen jetzt einen SD mit Gliscor. Wir brauchen noch einen, damit wir zumindest neutral hitten. Nevermind, der. Wobei, ist das nicht. Ist das potenziell eine gute Sache? Kann maybe Gliscor den jetzt killen? Hat er gechoked, dieses Slaking? Weil er ist ja jetzt quasi nur auf plus 4. Und jetzt kommt nochmal Burn. Der ist doch mega low dann. Also wenn, ich bin ehrlich, wenn hier Wing Attack nicht reicht, bin ich sehr enttäuscht. Auch wenn er plus 4 ist. Puh, ich bin ehrlich? Ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll, wenn der Plan nicht funktioniert. Also klar, Gudra hätte wahrscheinlich noch outspeedet und so. Aber wir hätten halt auf jeden Fall was verloren. Ich hasse Slaking so sehr, ne? Und dann noch so eine ranzig, ekelhafte Doppelkampfstrategie, ne?
Richtig eklig. Ah, nee, wisst ihr was? Wir fangen uns erst das Safari-Zonenmon. Und, gut, dann würde ich sagen, ich gehe einfach hier ins Gras, weil Wasser-Pokémon kriegen wir jetzt dann genug. Und schnappen uns hoffentlich einen Banger-Encounter. Das ist Dupes, auch wenn das actually wirklich ein Banger-Encounter ist. Ich hätte meinen Wobber... Ich bin unironisch sehr sad über meinen Wobber-Fett-Loss. Den hätte ich schon mitgenommen, ne? Das wäre echt kein Ding gewesen. Ich hätte ihn gerne wieder gehabt. So, wir kriegen stattdessen ein. Okay, was Schnelles. Elektro-Psycho. Ey, ich bin ja begeistert von dem Encounter. Er hätte nichts sagen sollen. Jedes Mal, wenn ich irgendwas Positives über irgendeinen Mon habe, reden lassen, aka ich irgendwas Positives über einen Mon gesagt habe, ist es verreckt oder es haut ab. Die hassen mich einfach. Gut, dann hasse ich euch halt auch einfach zurück. Vielleicht bleibt ihr dann mal in dem dreckigen Ball drin. Mein Gott, ey. Mann, der wäre wirklich gut gewesen. So, wir haben das Typing wirklich komplett nicht im Squad. Ich wüsste jetzt auch nicht, wen ich jetzt gerade momentan dafür raustun würde. Aber das wäre... Ach, Mann. Aber okay, hier ist Bruxish. Wir haben Dazzling als Ability. Protects from Priority. Das ist actually cool. Und sogar ein Adamant Nature. Haben richtig... Ja, wobei HP auf 31, Speed auf 31 ist ganz gut. Aber das mit meinem einem Attack DV oder vier Attack DVs, die ich habe, sieht eher traurig aus. Aber ey. Wir haben noch Simon und so auf der Bank. Also wir haben... Also Wasser-Pokémon gehen, aber... Oh. Alola Raichu wäre so gut gewesen. So, ich glaube, bei irgendwem wollte ich noch eine Bottle Cap anwenden. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch gleich machen. Ich glaube, bei dir hatte ich überlegt wegen Attack. Oder gab es bei irgendwem nochmal was richtig Relevantes? Bei dir maybe noch? Nee, ansonsten, wenn nur Attack bei Zwirklub, damit er ein bisschen Damage macht. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so nennenswert. Oder gibt es hier sonst... Nee, dann würde ich mir die Bottle Cap tatsächlich lieber aufheben. Gut, dann wird es wohl Zeit. Ich komme nicht weiter groß drum rum. Maike ist wohl dran. Puh, ich habe echt Respekt vor Maike. Ich habe furchtbar viel Respekt. Was hatte sie? Mega Blaziken? Mimikyu. Swallow. Oh, warum habe ich... Oh. Okay, das ist actually gut, weil ich wollte mich gerade schon beschweren, warum ich eigentlich mit Gliscor geleadet habe. Aber das ist wiederum recht gut. Ja, kommt zu 3 Millionen Prozent Stick. Wait, wenn jetzt hier zu 3 Millionen Prozent Stickweb kommt, dann gibt es erstmal eine gediegene... Der muss einen Speedbuff bekommen haben. Es kann nicht sein, dass das Viech schneller ist als ich. Wie? Also literarisch wie? Geh jetzt mal direkt auf Wing Attack, weil ich nicht weiß, wie viel der Energieball abziehen wird. Das ist guter Damage. Ach du Scheiße. Ja, natürlich Leben ob Vika Void, okay. Damit wird Gliscor auf jeden Fall Mega Blaziken nicht checken, aber ich glaube, Gudra kann den Job eigentlich genauso gut übernehmen. Boah, das finde ich halt. Also, was ist. Ich würde gern wissen. Ich muss mal nachher in dem Pokédex gucken, ob ich mir das so angucken kann, wenn ich den einfach nur gesehen habe. Weil das gibt's ja gar nicht. Okay, ist Bedeath Drop, aber ist noch irgendwo verkraftbar. Mein Gliscor nimmt Vika Void raus, ist okay. Solange ich mit jedem von meinen Mons eins von den Gegnermons rausnehme, alles in Ordnung. Dann ist alles in Ordnung. So, nochmal ein Level Up, das ist auch sehr gediegen. Nehme ich gerne mit. Ich hätte meine Level von meinem Mons ein bisschen besser anpassen sollen vor dem Kampf. Ich glaube, das wäre noch recht schlau gewesen. Wir kriegen Gott sei Dank jetzt wieder einen Riesenbatzen KP zurück. Das ist halt so geil. Überreste plus Toxic Healing. Mega geil. Starm. Ich würde dem so gerne plus 2 U-Turn jetzt in die Fresse schallern, aber... Ich vermute sehr stark, dass es nicht so schlau ist. So, was wird kommen? Hydropumpe oder Eisstrahl? Wir müssen auch noch Swallow besiegen. Der kann potenziell Psychoshock auch. Finde ich beides nicht so geil. Weil ich überlege gerade, ob wir jetzt lieber in Snorlax oder lieber in unser Gudra gehen wollen. Beides sehr solide. Psychoshock eher unwahrscheinlich. Bei Eisstrahl wäre natürlich keine mega geil. Ich glaube aber, hier kommt eher die Wasserattacke. Deshalb würde ich Nicholas reinschicken. Das sollte hoffentlich passen, oder? Sticky Web ist komplett wurscht. Unser Team ist so scheiße langsam, dass das überhaupt nicht mehr dann wird. Es kommt leider ein Eisstrahl, dann wäre natürlich ein Snorlax besser gewesen. Das ist schade, aber es ist auch eigentlich... Also, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist nicht mal schlimm. Ich glaube, wir heilen uns mit Überreste plus Toxic Orb einfach komplett wieder gegen. Gudra ist so freaking busted geil. Ich liebe diesen Boy.
Psy-Schock, okay, das macht mir ein bisschen mehr Angst. 280 auf 168. Das sind 112 KP, wenn ich mich gerade nicht verrechnet habe. Das war sehr, sehr guter Drachenpuls-Damage. Wir müssen halt gucken, dass wir hier mit möglichst hohen KP zurückgehen, ne? Oder aus dem Kampf rausgehen. Das so ein bisschen, das ist ja das Ziel. Und ich glaube, wenn wir jetzt Genesung drücken, sollten wir am besten rauskommen. Okay, der wechselt. Geht der Mimikyu? Oh, dann haben wir gerade eine gute Runde für uns genutzt. Dann war das actually eine gute Runde für uns. So mehr oder minder. Wir müssen immer noch ein Mimikyu besiegen und ich habe noch nicht einen genauen Gameplan dagegen, wenn ich ehrlich bin. Mein Gameplan wird wahrscheinlich sein, Marius, bitte leb. So wie so ziemlich alle meine letzten Matches, ist es mega, aber doch bitte rette meinen Arsch. Bitte. Okay, er geht nur auf den Knuddler ohne Setup. Das ist erstmal gut, weil das sollte nicht so viel machen. Ja, das essen wir auf. So, und jetzt geht's in die Mega und auf in den Draining Kiss. Wenn wir Glück haben, drückt er hier sogar einen Upleight-Hieb oder sowas. Der ja dann weniger Damage machen wird als Knuddler. Das würde ich sehr appreciaten. Das finde ich sehr nice. Und wir brechen erstmal Mimikyus Disguise. Ich hasse Mimikyu. Ich schwöre bei Gott, ich glaube, Mimikyu ist so auch von der Stärke her gesehen wirklich mein absolutes Hassmon in solchen Spielen. Also wirklich, ich hasse es, abgrundtief gegen den antreten zu müssen. Wirklich abgrundtief hasse ich es. Das Problem ist, wir brauchen halt so viel Damage, dass im besten Fall Zwirklub den danach revengen kann. 281 auf. Boah, das ist zu viel Damage, glaube ich. Das waren jetzt rund 180 HP, die er mir abgezogen hat. So viel werden wir nicht zurückbekommen. Und jetzt muss ich hoffen, dass Zwirklub dann genug Damage macht. Boah. Ich weiß nicht, ob Zwirklub genug macht. Aber wir haben keine andere Wahl. Das Problem ist, wir müssen gegen den schon zwei Mons benutzen. Das ist eigentlich sehr schlecht. Das ist eigentlich sehr, sehr schlecht. Ich kann mir vorstellen, dass wir auf plus 2 immer noch leben. Mit Zwirklub ein Move. Ist das, was ich sagen will. Und es kommt nochmal ein Playrough. Den hätte er gerne missen dürfen. Oh mein Gott, ist das viel Damage. Ja, wir müssen auf Shadow Sneak gehen und hoffen, dass es reicht. Maybe. Boah, wenn jetzt die 31 DVs, ne? Es sind wirklich die 31 DVs. Ich glaube, hätten wir die gehabt, hätten wir den gekillt. Aber er geht nochmal auf Knuddler. Bitte leb, bitte leb, bitte, 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 bitte. Zwirklub, my man. Und er ist auch dumm. Ich bin auch gerade eigentlich selber dumm. Der hätte jetzt eigentlich auch Shadow Sneak drücken können, aber er hat es Gott sei Dank nicht getan. Und wir haben es getan. Und Mimikyu ist weg. Atmen, Donny, atmen. Ich habe schon wieder meinen Arsch platzen sehen oder so. Keine Ahnung. Und es kommt Blaziken rein. Das ist okay. Blaziken kriegen wir gehandelt. Blaziken sollten wir absolut gehandelt bekommen. Dafür steht Gudra mit seinem Namen, hoffentlich. Blaziken geht in die Mega, ja. Welche Überraschung, welche Überraschung. So, beim letzten Mal konnten wir den Hardcore checken, weil der da Aurasphäre gespielt hat. Wenn das jetzt ein physisches ist, wäre gar nicht so geil, bin ich ehrlich. Das wäre tatsächlich sehr belastend. Bitte sei einfach wieder speziell. Okay, Donnerschlag kommt erstmal, das ist okay. Das ist gar nicht so okay. Was war das für Damage? Also mal ganz kurz, das war ein Donnerschlag. Wenn der halt jetzt wirklich physisches und Nahkampf und so eine Rotze hat, dann sieht das hier ganz und gar nicht gut aus. Dann vergesst, was ich gesagt habe. Wir gehen auch einmal auf Schutzschild. Wenn der jetzt es sieht, dann weiß ich auch nicht mehr. Und das war meine Hoffnung. Das war actually meine Hoffnung, dass das ein Turmkickset ist. Das kann ich umspielen. So. Und das Ding ist, der wird jetzt, glaube ich... Ich weiß nicht, ob die KI so gepumpt... Boah, jetzt... Ja, wir müssen es machen. Weil ihr habt gesehen, wie viel Damage der Donnerschlag gemacht hat. Ich glaube, Turmkick nimmt mich einfach raus. Ich weiß nicht, wie die KI gepolt ist. Ob sie an dem Punkt noch Turmkick drücken kann. Wenn sie das tut, wird sie sich jetzt selber töten. Ansonsten verlieren wir hier Zwirklub. Aber es gibt keinen anderen Play in meinen Augen. Bitte drück nochmal Turmkick und töte dich selber. Bitte. Ich bitte darum. Geil! Das Ding tötet sich selber, oder? Ist der jetzt dead? Der sollte dead sein. Mega geil! Ey, so gut wie tot ist Zwirklub, tötet einfach noch Mega Blaziken hinterher. Mega nice, super, insane. Serena kommt rein, okay. Leider auch ein Problemkandidat. Leider sogar ein großes Problem, Mon. Die Frage ist, können wir den auch so umspielen? Weil ich kann ja... Ich kann ja niemanden wechseln. Wen soll ich denn wechseln? Alles died am Ende des Tages. Ich wechsle jetzt einmal in Snorlax. Weil ich glaube, Swallow... Naja, wobei Swallow, wenn der physisch ist, ist eigentlich auch absolut Katastrophe mit einem Guts-Set. Serena geht auf Stärke. Das ist eine Gesteinsattacke.
und droppt dem seine Werte. Das könnte nützlich sein. Muss es nicht sein. Könnte aber sein. Ich hoffe doch. Und ich würde jetzt... Ich weiß, es ist wieder ein Risiko, Arian abzuwerfen, aber ich muss irgendwie irgendwas safe reinbekommen. Ein Zwirrclub ist meiner Meinung nach momentan der schlechteste Member tatsächlich. Auch wenn der eigentlich sau strong ist, aber ich glaube, ich finde das, was ich sonst da habe, besser und ich hoffe, dass da auch Turmkick einfach drauf ist. Oh mein Gott! Ich werde ihnen sowas von kaputt machen. Ich werde die KI so auseinandernehmen. Es wird kein Turmkick gegen Downy Downster gedrückt, Freunde. Maybe hätten wir sogar in... Ah, scheiße, wir hätten in Konkidor gehen sollen, weil da drückt er jetzt wieder Stärke. Dann wäre Konkidor der beste Switchout gewesen. Okay, Abschlag wäre sogar wirklich Konkidor der beste gewesen. Also bei weitem wäre das der beste gewesen. Weil jetzt wird Swallow actually ein bisschen scary, muss ich gestehen. Jetzt wird Swallow tatsächlich sehr scary sogar. So, ich glaube, er dürfte ja jetzt wieder High Jump Kick drücken, oder? Außer er sieht jetzt mit Power Weapon Kill, dann doof. Ich hoffe nicht, dann müssen wir aber danach in Konkidor gehen. Perfekt, okay. Serena ist weg, wunderbar. Genau, okay, ist auch wirklich weg, weil den hätte ich jetzt nicht mit meinem Schattenstoß hinterher revengen können. Ja, und jetzt halt Schwie. Okay, es kommt erst Starmie, das ist tatsächlich sehr gut. Weil in Starmie switchen wir raus, da haben wir schon gesehen, Nicholas packt das. Und Nicholas könnte maybe auch Swallow handeln. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es zumindest sehr. Weil wenn ich hier mit all meinen 6 Pokémon rauskomme, dann sei ich schon geil. Dann sei ich absolut geil. Es kommt ein Eisstrahl, der kann Gott sei Dank... Das ist auch so schön. Das kann halt einfach nicht freezen, diese Scheiße. Es kann einfach nicht freezen, diese dumme Rotze. Es ist wunderbar. So. Wir müssen halt gucken, wie wir mit dem meisten KP hier rausgehen. Das heißt, wir drücken jetzt einmal nochmal Genesung. Fangen Psychoschock ab und 274. Okay, also roundabout 110 zieht er immer ab. Heißt, wir kommen jetzt mit Full HP hier raus. Und besser kommen wir hier nicht raus. Das geht halt einfach nicht. Das heißt, wir müssen leider diesen Psychoschock-Damage hier akzeptieren. Und dann müssen wir halt überlegen... Nein! Du dummes Arschloch! Okay, den Crit hätte ich jetzt gar nicht gebrauchen können. Der Crit ist actually richtig scheiße. Der Crit ist mega kacke. Der kann mir jetzt so viel verbauen. Kommen wir jetzt noch Swallow oder irgendein anderes Mon? Weil mich wundert, dass sie Swallow so spät reinschickt. Aber würde ich nehmen, wenn das Ding einmal mir nicht groß irgendwas kann. Swallow kommt leider, okay. Ich weiß nicht, ob der physisch oder speziell ist. Gar keine Ahnung. Protect ist, glaube ich, trotzdem das Beste. Nein, wir hätten recovern sollen. Das Problem ist halt, dass die immer die Scheiße wechseln. Ne? Das ist das große Problem. Die wechseln halt immer ihre Rotze. Es ist so belastend, okay. Das heißt, wir heilen uns jetzt wieder gegen. Wir können ja jetzt nochmal protecten, weil es ja gefailt hat. Da ist halt das Gute. Das heißt, er kriegt schon mal eine Runde Burn-Up. Und wenn er Fassade drückt, dann können wir sogar einmal ins Zwirrclub gehen. Wenn das der Move seiner Wahl ist. Ich weiß nicht, ob er das immer macht, aber wir müssen beten, dass er es immer macht. Ich überlege jetzt, ob wir eine Runde auf Recover gehen oder direkt angreifen. Wenn ich jetzt einmal Recover, der mir zu viel Damage macht, protecte ich nochmal danach. Wie viel Damage wird der mir grob machen? Sagen wir, wenn er... Ja, wenn er mich so gut wie tötet, und das kann gut sein, wir müssen surfen, glaube ich. Bin mir sehr sicher, dass wir surfen müssen. Ja, das ist zu viel Damage. Boah! Heiliges Kanonenrohr. Und wir nehmen Swallow raus! Ja! Ich glaub's nicht! Ich war gerade mega angespannt. Ich wusste auch nicht, was ich sagen soll. Ich war so, Downy, in meinem Kopf war so, Downy, du musst was sagen. Aber ich war einfach nur so, oh mein Gott, der Balken geht so weit nach unten. Bitte nicht, mein Guter, bitte nicht. Und dann hat's gelebt und dann habe ich auch nur gesehen, okay, Surfer, komm, bitte lass den Balken möglichst weit nach unten gehen. Möglichst weit nach unten. Ich wippe hier auch gerade, als hätte ich eine Panikattacke, aber es ist alles gut, Freunde. Wir gehen jetzt erstmal eine schöne Runde shoppen. Okay, was gibt's hier? Oh mein Gott, das dürfte Schutzschild sein. Oh mein Gott, gib mir Schutzschild. Prevent Status. Ja, eigentlich können wir alles kaufen. Ich bin ehrlich, ich glaube, ich habe genug Geld. Also ich sehe gerade, was mir da abgezogen wird. Also Geldprobleme habe ich nicht. Gib mir einfach alle TMs. Und dann gucken wir uns gleich an, was das alles ist. Ich glaube aber, das sieht mir sehr nach den quasi normalen TMs aus. Also Donner, Feuersturm dürfte das hier sein. Das sieht mir sehr Blizzard-mäßig aus. Fokusstoß nehmen wir noch mit. Das dürfte... Ist das Hyperstrahl? Ja. Okay, warum steht da zweimal dieselbe Beschreibung? Das verwirrt mich ein wenig, aber hey.
Gucken wir mal. So, wir haben jetzt neu dazu bekommen. Blizzard ist am Start, Hyperstrahl, Lichtschild, Schutzschild, das ist für Scorgro sehr nice, wobei ich noch nicht weiß, welchen Move ich auf Scorgro wegmache. Aber für die defensive Scorgro-Variante, wenn man die mal spielen möchte, ohne SD, hätten wir jetzt auch damit Toxic Orb was. Und allgemein für die Doppelkämpfe, die jetzt dann kommen, bei der Arena, finde ich sehr nice. Reflektor haben wir, Feuersturm, klar. Ich glaube, das war's. Fokusstoß ist noch am Start. Ist das Ganze mal 120? Ja. Psychoshock haben wir immer noch. Ich dachte kurz, da steht Encore. Und ich dachte mir so, seit wann habe ich Encore? Ah, Giga Impact ist das andere. Oh, das ergibt sehr viel Sinn. Ist ja quasi nämlich, ne? Einfach nur die physische Attacke in speziell. So. Und dann wollten wir noch mal gucken, ob ich eventuell schon, also quasi ohne das Mond selber zu besitzen, nachgucken kann, ob die irgendeine Stat-Änderung haben. Weil ich kann mir dieses Vika-Void einfach nicht anders erklären. Ich weiß gar nicht, ob ich es nachgeguckt habe oder nicht. Okay, dann... Ja, der wird nicht mal angezeigt. Dann vermutlich eher nicht. Okay, ich habe schon mal Vika-Void gefunden, aber ich kann nicht weiter als Area gehen. Ja, das ist ein bisschen doof. Das würde mich nämlich sehr interessieren, muss ich gestehen. Ob dem sein Speedwert erhöht wurde. Weil es... Also, allein... Also... Realistisch, also wenn ihr das wisst, dürft ihr mir das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Weil, also, ansonsten wie auch Speed der Gliss. Also, ich kann mir halt vorstellen, dass wenn er wirklich komplett Max Speed ist, der maybe ein Gliscor ohne Speed Investment outspeeden kann. Aber irgendwie, also, bei solchen Mons spielt man ja eigentlich eher so, sagen wir, mäßiges Wesen, Full Special Attack und dann Full HP oder sowas. Deshalb, ich weiß nicht, irgendwie passt das auch gar nicht so sehr, aber na gut. Oh! Und die hat mir gerade eine TM gegeben, TM90, was war... Ist das, ich wollte gerade sagen, ist das nicht Delegat? Okay. Wir kriegen jetzt die Heavy umspiel die KI-TMs. Also Schutzschild und Delegator sind so Attacken, mit denen man potenziell die KI sehr gut abusen kann. Weil manchmal zum Beispiel ist die KI so gepolt, dass sie immer Schlafpuder oder sowas am Anfang drücken muss. Und das kann man ja komplett mit einem Delegator punishen zum Beispiel. Und dann kann man sich da gediegen setupen. Ich bin mir nicht sicher, ob das in dem Spiel auch so ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die KI sieht, okay, sie muss es zwar in Runde 1 machen, aber wenn sie sieht, okay, hat keine Wirkung, dass sie dann maybe wechselt oder sowas. Aber ja. Wir müssten jetzt eigentlich hier weitermachen, aber ich bin ehrlich, ich bin schon wieder eine gute Stunde in der Aufnahme teilweise drin und alles. Dementsprechend würde ich tatsächlich sagen, also was heißt eine Stunde? Dreiviertelstunde bis Stunde, was dazwischen. Würde ich sagen, war der Part wahrscheinlich auch mal wieder lang genug. Wir haben nicht so viel geschafft, wie ich dachte, aber hey, dann gibt es mehr von dem Projekt, ist doch für uns alle gut, oder? Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Bye, bye.